Und ich möchte auch bitte nicht gespoilert werden, was sie hier für einen Effekt machen. So, und dann haben wir das jetzt mal rein und produzieren wir mal Knochenmehl. Ich kann ja auch gedrückt halten. Das ist so komisch, dass man aus Gemüse Knochenmehl machen kann. Da kann man sich nur so vorstellen, dass in diesen Karotten... Stellt euch einfach mal rollenplay-mäßig vor, in diesen Karotten waren Würmer drin, die nicht so Weichtiere waren, sondern es waren so Fantasy-Würmer mit Knochen. Die haben Skelette drin gehabt, die haben Knochenbau gehabt. Und das, was wir jetzt hier haben, sind die gequetschten Knochen der Würmer. So in etwa. Ziemlich kranke Vorstellung, wa? Und das nützen wir jetzt einfach mal, um das Weizen ein bisschen voranzubringen hier. So. Hier, der Bambus wächst auch vor sich hin. Dass man das nicht mit der Faust abschlagen kann. So, jetzt haben wir hier 11-mal Bambus. Den platzieren wir natürlich auch wieder. Kann ich hier noch? Ja, kann ich noch. Einmal hier und einmal hier. So. Ich meine, das könnte man auch als Bambus nutzen. Als Bambus wie von Life in the Woods, weil in Life in the Woods gibt es auch Bambus und den kannst du halt immer so abschlagen. Und der wächst halt wie Unkraut, kann man sagen. Und dann kannst du daraus auch Kompost machen. So produziert habe ich immer in Life in the Woods Kompost produziert. Kompost. So, ich schau mal noch kurz nach den Kartoffeln, weil dann... Ja, 3 Kartoffeln sind geblieben. Dann können wir mal ein paar Schweinchen wieder paaren lassen. Hat er mir jetzt die Karotte aus der Hand gebissen? Oder was? Okay. So. Und jetzt kommen wir zu dem Banner wieder zurück. Jetzt haben wir kurz die Tiere wieder gefüttert. Das musste mal sein. Glaubt mir, ihr möchtet nicht, wenn ihr schlafen wollt, und es wird Nacht und ihr wollt schlafen, ihr wollt nicht die Geräusche hungernder Tiere hören oder verhungerten Tiere. Das glaube ich, das wollt ihr nicht. So, um einen farbigen Banner herzustellen, bräuchten wir noch mehr rote Wolle. Eine rote Wolle fehlt noch. Weil, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich habe das aus, glaube ich, den Urgestein aus der Minecraft-Wikipedia-Seite. Und da braucht man 6 Wolle und einen Stecken, um einen farbigen Banner herzustellen. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Ich hoffe mal. Dann pflücken wir die Nummer ab hier. Na komm, lass mich dich pflücken. Lass mich dich nackig machen. Da haben wir auch Orange. Rosa. Nochmal Gelb. Nochmal Orange. Komm, da haben wir noch die Gelb. Na komm. Ja, wenn ihr da zusammensteht, dann werdet ihr alle 3 gehen, nackig gemacht. So, und jetzt fahren wir jetzt mal. So. Das müsste eigentlich reichen. Jedenfalls für einen roten Banner. Diese Folge hat die komplette Bandbreite. Das werde ich sogar als Titel nehmen, glaube ich. Die komplette Bandbreite. So. Und wenn es jetzt... Ich hoffe, es ist so, wie es noch da steht. Ansonsten... Das ist eigentlich falsch. Eigentlich darf da kein weißer Banner raus. Roter Banner steht sogar. Rotes Banner. Sieht das für euch aus wie ein roter Banner? Das ist kein roter Banner. Liebe Entwickler von Minecraft, schaut euch das mal an. Das ist kein roter Banner. Das ist ein weißer Banner. Das klappt so nicht. Schau, ich zeig's nochmal hin. Ich zeig mit der Maus drüber. Rotes Banner. Nur mal zum Festhalten. Das ist kein rotes Banner. Da steht zwar rotes Banner drauf, aber es ist kein roter Banner. Da ist euch anscheinend ein kleines Malöchen passiert. Weil schaut's mir her. Das ist ein weißer Banner. Und das ist ein roter Banner. Nur zum Unterschied. Das ist weiß
Das ist rot. Das ist orange. Das ist gelb. Und das ist rosa. Wollte ich nur mal festhalten, dass da irgendetwas nicht ganz koscher ist. Die Musik im Hintergrund hört sich fast an wie von Bud Spencer. Also muss da noch ein bisschen gefeilt werden, liebe Entwickler. Weil das ist kein rotes Banner, was ich da gebaut habe. Naja, hätte ich mich jetzt gefreut, aber wurde ich gerade enttäuscht. So, naja, egal. Wir haben jetzt den Schrank gebaut. Wir haben mal versucht, einen roten Banner herzustellen. Wir müssen jetzt auch echt mal schauen, dass wir hier die Küche zusammenkriegen. Und die Küche muss ich mir auch ein bisschen noch überlegen. Was heißt wir überlegen? Eigentlich hätte ich das jetzt so geplant. Wir brauchen erstmal, das ist jetzt, was ich habe, ist Eiche. Ich brauche Fichte. Wir müssen mal das Holz kurz wechseln. Es ist auch Nacht, das ist mir auch egal. Weil in mein Haus können keine Zombies rein oder andere Monster. Wir brauchen jetzt erstmal Fichtenholz. Wie zur Hölle kann hier ein Creeper auftauchen? Okay, dann müssen wir es halt so machen. Ich bin genauso erschrocken wie jetzt ihr gerade. Und ich bin fast tot, sehe ich gerade. Wie zur Hölle kann hier ein Creeper erscheinen? Wow, Alter. Da haut's mir jetzt aber drissen, ey. Wir brauchen zweimal Fichte. Vielleicht noch ein Stack von dem hier. Ich kann mir denken, warum. Ich kann mir mal denken, warum da jetzt ein Creeper aufgetaucht ist. Weil ich hier höre. Wie kann hier ein Creeper reinkommen? Ich habe, wenn ich hier einen Villager treffe, dann gibt's aber Tote, ich sag's euch. Wie kann hier ein Creeper rein? Das frage ich mich. Ja, okay. Ich bin jetzt voll aufgeregt. Wie kann der jetzt da reinkommen? Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren, Freunde. Ich muss das hier schaffen. Weil ich weiß nicht, wie lange ich jetzt aufnehme. Brauchen wir jetzt das hier? Das reicht vollkommen. Das schmeißen wir hier hoch. Genauso wie das. So. Dann nehmen wir uns mal das hier zur Brust. Das bleibt auch in der Farbe. Ich werde das jetzt nicht entrinden, den Baumstamm. Ich mache vorhin auch mal hier so. Dann müssen die Fackeln tun wir auch später wieder weg. So. Dann haben wir das hier. Ist das schon fertig? Jawohl. Zack, zack, zack. Wir hauen jetzt mal den Ofen hier weg. Jetzt kann ich nur hoffen, dass der Ofen hier drauf stehen bleibt. Testen wir mal. Und ich muss das Soundpack deutlich mal wieder ändern, weil die Explosion in den Soundpack ist wirklich extremst. So, und dann mache ich mal so. Wir brauchen Stein. Wir brauchen ganz dringend Stone. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe so das Gefühl, dass die Dorfbewohner hier wieder reinrennen und die ganzen Monster reinlassen. Wisst ihr was? Ich mache mir hier die Klappe zu. Der Lama-Händler ist wieder da. Das hört man an diesem Spucken. Ich glaube, der ist wieder da. Doof, dass ich hier kein Fenster reingebaut habe, da unten links. Ja,
Ja, komm, ist mal ein bisschen weiter. Was ist. Also, die Heilung ist ein bisschen komisch hier, oder? So, wir brauchen. 4 Öfen. 1, 2, 3. Also insgesamt so viel. So, dann haben wir einmal hier einen Ofen rauf. Hier und hier. Dann haben wir schon mal das hier. Dann brauchen wir Zäune. Wir machen nämlich eine S-Ecke hier noch rein. Oder nee, man, keine S-Ecke, sondern eine Abstellecke fürs Essen, damit man quasi sagt, ja, Essen ist fertig, dann stellen wir das immer erstmal hier ab. Dann mache ich das hier auch aus den zwei Sachen hier, damit es ein bisschen einheitlich ausschaut. Da kommt unsere Abstellecke hin. Dann machen wir die Fackeln am besten hier und hier hin. So, und das machen wir genauso. Dann haben wir hier schon mal eine Abstellecke. Dann kann ich hier auch schon mal. Was könnte ich hier oben machen? Wir machen mal Folgendes. Ich stelle hier nochmal. Kann ich hier raufhüpfen? Ja. Einmal so. Einmal so. Dann kann ich mich hier nochmal eins drauf machen. Dann haben wir so ein Abstellregal. So. Dann haben wir das. Ich bräuchte was aus Eisen. Ich bräuchte so einen Kessel, bräuchte ich. Den schnappen wir uns jetzt auch mal. Den machen wir uns auch nochmal. Ich muss aber zugeben, ich... Au. Ich weiß gar nicht, wie man einen Kessel macht. So, wir brauchen Erz. Vielleicht wird mir das hier als Werk in der Werkbank angezeigt. Neues Rezept verfügbar. Was ist das? Was soll verfügbar sein? Irgendein Rezept wäre es verfügbar, aber ich weiß nicht welches. Egal, wir brauchen zwei Kessel. So. Wir müssen uns auch intensiv jetzt mit dem Innenbau beschäftigen, damit wir endlich weiterkommen, Freunde. Also, ich weiß, vielleicht ist der eine oder andere schon so ein bisschen, ja, komm, er sagt, er macht das Haus weiter und dann macht er das und das und das. Aber ich denke mal, das Ganze kann man auch aus dem Sinne sehen, wenn ich mich intensiv jetzt an den Inneneinstattung konzentriere, dann... wird das auch endlich jetzt mal was da mit der zweiten Etage und da mit dem Dach. So stelle ich mir das vor. Weil wenn ich die ganze Zeit nur rumhantiere und so weiter, dann ist es auch nicht richtig. Wenn ich sage, ich mach mal dies, ich mach mal das, ich mach mal jenes, ist nicht richtig. Und da werde ich, ich werde jetzt tatkräftig dranbleiben, Freunde, dass das endlich mal zu Ende kommt. So, ein bisschen Ordnung hier gemacht. So, ich hoffe mal, dass jetzt keine Gestalten hier rumgurken. Ich gehe auch mal ganz geschwind jetzt mal kurz schlafen. Der könnte auch von hier oben gekommen sein, aber bin ich mir jetzt nicht so sicher. Es ist wirklich sehr mäßig, ziemlich ausgeleuchtet. Das Einzige, was jetzt hätte hier reinkommen können, wäre eine Spinne. Aber wo kommt der, kam der Creeper her? Das frage ich mich jetzt immer noch. Aber nichtsdestotrotz, da lassen wir uns jetzt nicht ablenken davon. Wir machen jetzt hier tatkräftig weiter. Und wir stellen jetzt hier die zwei Öfen dahin. Einmal so und einmal so. Wir haben ja noch einen Wassereimer. Deswegen, dass es auch gleich wieder schön ausschaut. Plätt. Okay, das Wasser hat eine andere Textur, eine andere Farbe. Alles klar, das sieht aus wie flüssiges Silber, ich weiß. Hallo du da, warst du der, der jetzt mal da mein Creeper da reingetan hat? So, da soll ich eine kleine Warnung sein, mir ein Monster in mein Haus reinzustecken. Ja, ich weiß, ich bin ein Mörder, aber
Der hat uns den Creeper reingelassen. Bei uns reingelassen. Das war ein ganz böser Dorfbewohner. Der musste bestraft werden. So, zack, zack. Wir holen uns jetzt mal hier ein bisschen Wasser. Eigentlich, was ich immer witzig finde, Freunde, wenn zum Beispiel ein paar Minecraft-Spieler sich ein Feld machen oder ähnliches, was mit Wasser, dann machen die sich aus den Eisen hunderte Eimer, wo ich mir sage, das ist doch voll die Eisenverschwendung. Da müsst ihr halt ein bisschen laufen. So, dann haben wir hier Wasser drin. Die Schere schmeiße ich hier mal rein. Eine Sache würde ich gerne natürlich nochmal machen. Ich stelle mich mal so hin. Ihr kennt es ja, ich muss ja auch ein Thumbnail haben. So. Haben wir ein kleines Thumbnail für diese Folge. Und jetzt wollte ich mir nur mal ganz schnell Wasser holen. Damit ich auch was habe, wenn ich in eine Mine gehe. Ihr versteht doch. So. Ja, das wächst ganz schön gut, das Bambus, wa? Ja, schauen wir mal. So. Wir haben jetzt das hier tatkräftig gemacht. Ich möchte aber ganz gut... Das Miese ist, ich müsste auch mal in den Dschungel gehen. Oder im Dschungel suchen. Weil ich bräuchte auch Katzen. Weil jeder weiß, dass Creeper Angst vor Katzen haben. Und nicht vor Hunden. Das finde ich auch wie so komisch. Ein Hund kann auch genauso zubeißen oder mit den Krallen zuhauen. Da hätte ich auch Angst als Creeper, ganz ehrlich. Ich glaube, Hunde können besser zubeißen als Katzen. Aber naja, ist halt mal so, weil Baum. So, Freunde, wir haben jetzt... Ich tue jetzt mal noch ein Fazit machen. Wir haben jetzt hier zum riesigen, riesigen, großen Teil hier die Küche fertiggestellt. Hier müsst ihr euch einfach vorstellen, hier kommt einfach nur das Essen immer rein. Ja, so zum Beispiel. Warte mal, vielleicht klappt es ja. Genau. Einfach mal so, zack. Das nennt man Vorführeffekt. Dass man hier das Essen reinschmeißt, so Roleplay-mäßig. Und dann sagt, ja, Schatz, Essen ist fertig. Und du kannst es einfach so hier, nimmst es dir so, gehst hier hinten hin, hockst dich hin. So, wir hocken jetzt hier quasi. Und ja, Schatz, danke für die Ofenkartoffeln. Nom, 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 nom. So vorstellen, Roleplay-mäßig. Genauso wie bei Brot, bei Fleisch und so weiter. Dann haben wir noch... Hier oben im Schlafzimmer haben wir unser Schlafzimmerschränkchen gebaut. Das ich auch gut finde. Ich werde wahrscheinlich jetzt da keine Schilder reinmachen. Ich mache jetzt da einfach mal Fackeln hin. So, das haben wir jetzt noch in dieser Folge gemacht. Und dann wünsche ich euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend oder je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Vergiss nicht, das Video zu bewerten und ein ordentliches, konstruktives Feedback dazulassen. Würde mich natürlich sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Minecraft mit Spaß. Den Let's Play mit zwar höchstwahrscheinlich 100%igen Spaßfaktor. Tschüss.